Eine neue Folge MT5. Für die doppelte Ladung selbstbewusst verpackter Ahnungslosigkeit haben sich MT5 und Tabletop War zusammengetan und die Karten des Targaryen Starter Sets angeschaut. Heute hört ihr hier einen Überblick über die Inhalte und die ersten Gedanken zu Taktikkarten und Kampfeinheiten, und den Rest gibt es dann in Kürze beim Tabletop War. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Tabletop Warden und auch herzlich willkommen bei MT5, da wir heute als Gast den Marcel haben. Genau, hier also auch eine neue Folge MT5, und die Jungs vom Tabletop Warden waren so nett, mich hier einzuladen, damit wir zusammen ein bisschen was bequatschen können. Ich bin Yannick und wir haben auch noch natürlich Ilja dabei. Hey, hey, grüßt euch. Genau, und die es noch nicht wussten, ich bin Marcel. Heute haben wir als Thema die Targaryens. Die Targaryens sind die Fraktion, die ja jetzt im Januar neu erschienen ist. Wir wollen einfach mal ein bisschen über die Taktikkarten, die Einheiten, Commander-NCUs und die Attachments reden. Und ja, damit ihr auch mal einen groben Überblick über die Fraktion bekommt. Um das kurz ein bisschen noch vorwegzunehmen, wir selbst haben noch nicht wirklich groß mit den Targaryens gespielt. Das ruht hauptsächlich auf den Sachen, wie wir jetzt die Karten lesen, wie wir die Fraktion finden, wie unser erster Eindruck von denen ist. Wir haben schon ein paar Spiele von denen gesehen und haben davon ein bisschen was mitgenommen. Ja, aber selbst haben wir kaum Erfahrung mit denen bisher gesammelt. Wir tun aber einfach so, als hätten wir super Ahnung, und dann würde dann sollte das klappen. Genau. Targaryens. Die Targaryens bestehen momentan hauptsächlich aus den Dothraki. Das sind ja die Reiter aus dem Reitervolk. Und dementsprechend sind die Targaryens momentan die Fraktion, die in ihrer Starterbox nur Kavallerieeinheiten haben. Dementsprechend ist halt auch das Thema sehr mobil. Und ja, ich würde mal einfach euch fragen, wie ist euer erster Eindruck von den Targaryens? Fangen wir an, Marcel. Also ich habe mir ja vor der Show, um mein Expertenwissen noch zu mehren, nochmal die Taktikkarten angeguckt. Und ich versuche das immer so ein bisschen einzuteilen. Und ich glaube, meine Einteilung waren jetzt, dass so grob 4 Karten sehr auf Bewegung ausgelegt sind. Und nochmal 3 Karten auf Angriff. Und eine Karte, also ich komme jetzt auf 8, weil eine so ein bisschen doppelt belegt ist. Und eine einzige Karte ist dann noch ein bisschen Schaden verhindern quasi. Aber hauptsächlich ist es wirklich extrem aggressiv und auf Bewegung ausgelegt. Ja. Ja, das ist eigentlich auch mein Eindruck. Also ich hatte das Gefühl gehabt, ich habe jetzt einmal gegen die Targaryens gespielt, habe ein paar Spieler auch von denen beobachten dürfen. Und von dem, was ich bisher so gesehen habe, die vertreten also ein bisschen die Glaskanonen-Fraktion aktuell, zumindest von dem, was sie aktuell zur Verfügung haben. Denn sie haben halt nur gerade die Starterbox, da sind jetzt nur 3 Einheiten sind da jetzt nur drin, effektiv, alles halt Kavallerie. Und die sind halt so, wir preschen nach vorne, wir machen so viel Schaden, wie es geht. Orientieren sich da so ein bisschen an Kartenkombos, wie bei den Starks, um diesen ganzen Schaden rauszuhauen. Aber wenn sie selber mal gecharged werden oder mal Schaden kassieren, dann sitzt das meistens ordentlich, weil sie halt nicht sehr viel Rüstung haben. Macht da halt auch thematisch Sinn. Ich meine, guckt euch die Jungs mal an, die haben nicht sehr viel an. Ne? Also bis auf die Veteranen mit so ein paar Pelzen da, sind das halt alles so fast nackte Typen mit Säbeln. Und dementsprechend halten die auch nicht viel aus. Ich muss halt zugeben, es ist nicht meine Fraktion per se, weil sie halt diesen sehr offensiven Spielstil hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute die Targaryens doch recht cool finden werden. Vor allen Dingen, weil sie halt jetzt diese Starterbox haben, die nur aus Kavallerieeinheiten besteht, was es vorher eigentlich noch nicht gab. Ich glaube aber auch, dass viele damit dann erstmal ein bisschen auf die Nase fallen werden. Denn durchaus, ja. Das Aggressive ist zwar sehr wichtig, aber man muss halt, glaube ich, da wirklich nachdenken, in welcher Situation man seine Charges platziert und dann auch wirklich den Manöverteil nicht vernachlässigen und den wirklich unterstreichen und dann sich in eine richtig gute Situation bringen, damit das Ganze funktioniert. Ja. Da kann ich mich auch gerade nochmal einhaken. Wir hatten ja mal den Battle Report aufgenommen mit Michael von den Private Deposer Boys. Und was ihr vielleicht da jetzt nicht in dem Battle Report gesehen habt, aber zwischen den einzelnen Zügen, die Michael gemacht hat,
hat er extrem viel nachgemessen, hat seine Charges kalkuliert, wie die Reichweiten und so weiter waren. Also man muss doch sehr, sehr genau sein, um halt unter anderem es auch zu schaffen, außerhalb von dem Gegner seinen Reichweiten draus zu bleiben. Weil selbst immer noch die Möglichkeit zu haben, die Gegner an den Stellen, wo er verwundbar ist, zu treffen. Und ich glaube, das ist so ein Balanceakt, den man schaffen muss. Einfach, man ist extrem mobil, aber auch sehr zerbrechlich. Und man muss den Gegner dann an einer Stelle richtig hart treffen, um den dann punktuell zu überwältigen und halt auch gar nicht auf das Objective von den Missionen spielen, sondern einfach den Gegner so früh wie möglich unter Druck zu setzen und den Druck halt aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das können die Targaryens mit ein bisschen Übung ziemlich gut tun. Genau, Objectives halten ist halt allein schon, weil es nur Kavallerie ist, überhaupt nichts für die. Erstens wollen die halt wirklich chargen und zweitens haben die alle nur zwei Ranks, das heißt, die sind dann auch ziemlich schnell die Objectives los, die sie versuchen würden zu halten. Da muss man dann eher darauf gehen, den Gegner auszulöschen. Ja. Mhm. Genau. Dann, wenn wir zum Thema auslöschen können, können wir uns auch mal ein bisschen über die Taktikkarten unterhalten. Und was am besten zu auslöschen passt, ist die Taktikkarte Overrun. Die sagt, wenn man eine gegnerische Einheit zerstört mit einer Nahkampfattacke, darf man statt dem Search for, also diesem Manövern, dieser Manöveraktion danach, eine Charge-Aktion machen. Und wenn man das Manöverfeld auf dem Taktikboard kontrolliert, kriegt man noch +2 auf den Charge-Wurf dazu. Das ist sozusagen die gleiche Karte, die auch Gregor Clegane von den Lannistern hat. Die drückt halt auch wieder dieses Aggressive aus. Und ich glaube, Tormund hat die auch, oder? Vom Freefolk. Mit Freefolk bin ich nicht ganz so... Ich glaube tatsächlich nicht. Der hat Countercharge, soweit ich das noch weiß, als einzige Mobilitätskarte so irgendwie drin. Aber ich bin gerade auch nicht so sicher. Also irgendwo bei Freefolk gibt es die, glaube ich, auch noch. Aber ja. Ja. Auf jeden Fall finde ich, diese Karte drückt nochmal genau das aus, was die Fraktion machen will. Extrem aggressiv sein und dem Gegner dann auf die Pelle zu rücken. Und, ja. Nicht auf die Mission halt zu spielen. Und das wird sich halt auch mit den anderen Karten in mehr oder weniger ja auch weiter nochmal durchlesen, wie du gerade eben gesagt hattest. Genau, und was man bei der Karte noch anmerken muss, ist, dass es mehrere Wege gibt, den Einheiten noch zusätzliche Bewegungsreichweite zu geben. Und die haben, glaube ich, auch schon alle Bewegungen 6. Ja. Das heißt, ne, die Kavallerie darf ja dann bei dem freien Charge nicht nochmal, wie wenn sie aktiviert, ein freies Manöver machen. Aber man hat da schon extreme Möglichkeiten, dann sogar auch längere Charge reinzubekommen. Denn wenn man halt irgendwie so eine Einheit in die Flanke fällt und dann ist der nächste Gegner vielleicht ein bisschen weg, dann ist Overrun gar nicht so stark eventuell. Aber bei denen hat man da echt Möglichkeiten, dann auch da nochmal einen ziemlich langen Charge hinzubekommen. Und das dann, wenn man das Manöver fällt, hat halt nochmal +2 auf den Charge Distance Roll. Das heißt, man weiß schon mal, dass man mindestens eine 3 Zoll noch dazu bekommt. Also das ist bei denen dann noch besser als in anderen Fraktionen. Ja, und vor allem man hat ja noch den Pivot, das heißt man hat eigentlich recht sicher so einen 9 Zoll Auto-Charge, also wo man definitiv hier drin ist. Und wie du ja gesagt hast, Unstoppable Advance, das ist eine Taktikkarte, die +1 auf die Bewegung gibt. Ich glaube, Daenerys gibt noch +1 auf die Bewegung. Ja. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, nochmal +1 auf die Bewegung zu bekommen. Ich glaube, von einem von den Attachments. Jorah, ja. Also, ja. Genau. Das ist ganz, ganz witzig, glaube ich, wenn man die spielt. Ja, prinzipiell in so einem Spiel wie jetzt in Song, alles, was Bewegung und zusätzliche Aktion gibt, ist halt sehr mächtig und die Karte vereint halt beides in einem. Klar, ihr müsst dazu irgendwas vorher zerstören, aber wie bereits erwähnt, die sind halt in der Lage, das genau auch zu tun. Die sind halt so, die preschen halt nach vorne, haben so ein bisschen diesen Glaskanonen-Stil und Overrun spielt da halt noch perfekt halt in diese Strategie mit rein. Ja. Was ich auch noch ein bisschen finde, die Targaryens an sich sind keine Fraktion, die man spielen kann mit einer klaren Frontlinie, mit Flanken und so weiter und dann seine Formation sozusagen auszuspielen. Sondern ich finde, die sind eine Fraktion, die sehr davon lebt, ein bisschen Chaos auf dem Spielfeld zu haben und das Spielfeld ein bisschen aufzubrechen, wie auch jetzt zum Beispiel Robb Stark bei den Starks. Ja, auch ist der extrem glänzt, wenn das Spielfeld
wenn ein bisschen Chaos da herrscht und man diese Manöver noch besser ausnutzen kann, indem man halt den Gegnern die Flanke bzw. den Rücken fallen kann. Ich glaube, ja, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass auch für die Sümpfe und solche Geländestücke recht gut sind, da die ein paar Wege haben, um da drumherum zu spielen und das den Gegner halt nochmal mehr verlangsamt. Und ja. Dann würde ich mal sagen, die Welt weitermacht im theoretischen Sinne, weil die anderen sich einfach langsamer bewegen. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir auch gerade zu der Taktikkarte springen, die du, glaube ich, meinst. Das wäre der Unstoppable Advance. Den kann man am Anfang von einem Zug spielen. Und dann legt man diese Karte an einer freundlichen Kampfeinheit an. Bis zum Ende der Runde bekommt die +1 auf die Bewegung und ignoriert die beim Gelände die Keywords Dangerous, Hindering und Rough. Das sind halt alle die Keywords, die halt die Bewegung beeinflussen. Beziehungsweise, wenn man bei einem Dangerous Gelände durchbewegt, kriegt man ja die Wunden dafür. Und was noch oben drauf kommt, die Einheit bekommt E-Disorderly Charges. Das heißt, selbst wenn man eine 1 würfelt, bei seinem Charge-Wurf ist das trotzdem noch ein Charge, der als gelungener Charge gilt. Und dementsprechend kriegt man dann halt auch die Rerolls. Ja, und das würde ich auch nicht unterschätzen, weil das einfach so ein bisschen den Zufall aus dem Spiel nimmt. Mhm. Ja, das kenne ich ja von den Starks ein bisschen. Mit Devastating Impact kann man ja den Zufall ja auch recht gut aus dem Spiel rausnehmen. Und wenn man einen Charge ansetzt und eigentlich fast automatisch drin ist oder immer drin ist und dann hat diese 1 Würfel, die kann halt die Pläne von einem selbst komplett über den Haufen werfen. Ach, kann ich ein Lied von singen, ja. Da kannst du ja jeden Moment von erzählen und prinzipiell, dann kann man ja seine Karten und Kombos ja nicht spielen und ich glaube, das ist bei dir schon ein paar Mal passiert, oder? Ja, leider. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, diese 1 auf dem Disorderly Charge, die tut in vielen Situationen super weh, vor allem dann, wenn ihr offensiv irgendwie euch ausrichten wollt und dann Kartenkombos rausklatschen wollt. Also wenn ihr dann in den Angriff hinein noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas spielen wollt, was euch zusätzliche Keywords verleiht oder zusätzliche Würfel, wenn man da halt die 1 würfelt, ja, das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Und wenn man dann noch on top dann bei den Rerolls, also man hat ja keine Rerolls, wenn man dann nur so ein paar geringe Hits raushaut, das kann einem echt das Rückgrat brechen und kann schon zum Teil wirklich ein spielentscheidender Moment sein. Und man merkt halt bei den Targaryens auch schon an der Stelle, die haben halt viele Parallelen zu den Starks, einfach weil sie halt auch sehr mobil sind. Und man merkt auch nachher, wenn wir gleich zu einer anderen Taktikkarten kommen, die haben auch ein bisschen was von Robb Stark irgendwie schon so in diesem Basisdeck da drin. Also, und genau, die nehmen halt diesen Zufall raus mit dem Unstoppable Advance, können halt ihre Charges gezielt durchkriegen. Und ich glaube, das brauchen sie auch, weil wenn sie das nämlich nicht hätten, dann hätte die Fraktion auch arge Probleme. Dazu ist es auch noch ein genialer Trigger mit at the start of a friendly turn, weil es halt einfach sich nicht mit anderen Sachen, die Attacke dann noch verstärken können, überlappt. Ja. Ja. Und vor allem, was auch noch ist, wenn man so Karten hat wie, also Effekte hat, wo man mit einer Zone dann plötzlich einen Charge machen kann, was ja meines Wissens Khal Drogo das Onslaught hat, wo man mit dem Schwertsymbol einen Charge machen kann, da kann man das auch vorne dran spielen und hat damit auch keine Probleme. Ja, und wie gesagt, ich glaube, es gibt halt Fraktionen, denen sind die Disorderly Charges etwas weniger wichtig, die halt eher so defensiv aufgestellt sind, aber bei den Targaryens ist es, glaube ich, extrem wichtig, die durchzubekommen und da dann hier einfach zu sagen, nee, für uns nicht, ist schon gut. Und er hat mir meine Überleitung, die ich eigentlich machen wollte, komplett kaputt gemacht. Ich wollte nämlich sagen, bei Overrun, ne, machst du schön die Einheit kaputt. Ja, was ist, wenn das mal nicht klappt? Welche Karte spielt man dann? Genau, dann können wir ja zu dir jetzt kommen, oder? Ja. Auch nochmal eine Karte, die sehr auf die Manöverfähigkeiten von der Fraktion wiederum zurückgreift. Möchtest du vorstellen? Hit and Run kennen wir, das ist von Rob, ne? Ja. Ja. Genau. Wenn eine freundliche Einheit eine Nahkampfattacke zu Ende gemacht hat, dann darf sie eine freie Rückzugaktion machen und hat auch noch automatisch eine 6 gewürfelt für diesen Rückzug. Das heißt, im Falle von den Targaryen darf man sich dann 12 Zoll bis zu 12 Zoll bewegen. Genau, und falls man die Manöverzone auf dem Taktikboard kontrolliert, bekommen auch noch Gegner, von denen man sich zurückgezogen hat, ein Weekend-Token.
Danke. Ja, also ich glaube, Hit and Run ist so ein bisschen der Panik-Button bei den Targaryens, so wie ich das sehe, weil, wie gesagt, wenn ihr euch dann vorstellt, ihr charge jetzt irgendwo vorne rein, haut eure Karten-Kombo raus, um so viel Schaden rauszuhauen, wie es nur geht, und dann stellt ihr fest, oh, verdammt, irgendwie hat das doch nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, dann könnt ihr einfach immer noch sagen, hey, ich habe Hit and Run, ich ziehe mich jetzt einfach gescheit meine 12 Zoll zurück, und dann will ich mal sehen, wie der Gegner jetzt da noch irgendwie eine Antwort drauf findet. Vor allen Dingen on top noch dann mit diesem Weaken-Token, wenn man die Manöverzone kontrolliert. Es kann schon arg nervig sein. Vor allen Dingen, wenn halt diese schnellen Einheiten auch über die Flanke kommen, da immer wieder nerven, dann vor- und zurückchargen. Ist schon ziemlich stark. War schon bei den Starks ziemlich mächtig mit Rob. Und jetzt hier in einer Fraktion, die nur aus Reitern besteht, uff, ist schon, ja, ist schon heftig. Ich würde jetzt nicht nur sagen, dass das nur ein Panik-Button ist. Das ist ja auch eine Möglichkeit, seine Einheiten wiederum zu positionieren und dann auch dem Gegner in die Flanke oder in den Rücken zu fallen. Einfach dadurch, dass man sich ja nicht nur nach hinten zurückziehen muss, man kann sich auch zur Seite zurückziehen. Und dadurch, dass du ja nur Kavallerie momentan in der Fraktion hast, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass du es mal schaffst, in die Seite vom Gegner zu kommen, dann mit Hit and Run dich nochmal zurückzuziehen und dann in der Rücke, in dem Rücken von der gegnerischen Armee zu stehen. Und das ist halt ja, extrem mächtig und es kann die komplette Schlachtordnung von deinem Gegner durcheinander bringen. Und der bekommt dann zwar ja auch ein freies Drehen, aber wenn dann halt eine Einheit in seinem Rücken steht und der Rest von deinen Einheiten steht vielleicht noch vor ihm, dann muss er halt sich halt auch schon genau überlegen, wo er hindreht. Ja. Und ich glaube, am stärksten ist die Karte, wenn der Gegner halt nicht mehr reagieren kann, weil er schon aktiviert war, der Verteidiger. Und man dann gegebenenfalls auch noch, bevor er sich wieder aktivieren kann, zum Beispiel in der nächsten Runde, mit der Einheit, die angegriffen hatte, nochmal angreifen kann, weil man dann halt einfach nochmal einen Charge mit den Rerolls rausbekommt. Und die Sache ist auch, was man machen kann, die Einheiten von den Dothraki sind ja momentan extrem fragil und der, ich glaube, der das eine Attachment der Screamer Core gibt ja auch mal Shattering Assault. Das heißt, wenn man angreift, bekommt man eine Thundering. Und für solche Karten ist das halt auch extrem wichtig, seinen Zug nicht im Nahkampf begonnen zu haben, sondern immer am Chargen zu sein. Und das kann halt auch Hit and Run wiederum ja, sicherstellen. Weil gegen Starks muss man halt mit der Karte auch wieder aufpassen, weil wenn die Einheit noch nicht aktiviert war, oder eine andere Einheit kommt dann einfach mit Swift Advance an und dann bist du auf einmal der, der den nächsten Charge abbekommt. Ja. Obwohl, was man auch mit der Karte machen kann, man kann zum Beispiel auch reingehen, die Einheit, wenn man weiß, dass man die Einheit nicht runterhaut, dass sie halt komplett weg ist, dass man reingeht, den Schaden macht, sich zurückzieht und dann halt A vor der Gegenattacke ja geschützt ist, aber dementsprechend kann man auch wiederum eine Aktivierung verschwenden, die dann dein Gegner hätte nutzen können, um dich sozusagen anzugreifen. Und man hat nicht immer die Möglichkeit, halt gegenzuschlagen. Und wenn man sozusagen aus der Formation rausgeht, die man ja eventuell als andere, die andere Fraktion aufbauen müsste, um halt wirklich gegen Targaryens klarzukommen, wenn dein Gegner plötzlich diese Formation verlässt, ist er extrem angreifbar. Und dementsprechend kann man mit Hit and Run auch Attacken sozusagen schaffen, ohne dass dein Gegner Möglichkeit hat zu reagieren, weil er es auch nicht sich wagen kann, seine Einheiten nach vorne zu schieben und halt dem Gegner sozusagen hinterher zu jagen. Ja. Jo. Wenn wir es aber jetzt gerade sowieso von Rückzügen die ganze Zeit reden, haben wir noch eine zweite Karte, das ist Swift Retreat. Das ist, nachdem eine freundliche Einheit im Nahkampf angegriffen worden ist, darfst du direkt eine Rückzugsaktion machen, und wenn man das Pferd kontrolliert, also die Manöverzone auf dem Taktikboard, bekommt ein Gegner, von dem man disengaged ist, D3 Wunden. Jo. Ich glaube. Ja, das ist auch schon wieder Robb Stark, ne? Das ist ja auch. Nein, das ist die Outrider haben das. Ach, die Outrider, okay. Ja, das ist aber auch schon wieder so ein bisschen diese Stark-Parallele da irgendwie ein bisschen drin, ne? Prinzipiell
Superkarte ist halt im Grunde einfach eine freie Aktion. Wenn der Gegner mal es wagen sollte, eine deiner Einheiten anzugreifen, sorgt halt dafür, dass du dich wieder umpositionieren kannst, wieder die Möglichkeit bekommst, irgendwo einen coolen Charge zu bekommen. Ja, die D3 Wunden on top ist ganz nett. Ich glaube, die braucht man jetzt in dem Fall nicht so wirklich. Es ist halt wirklich diese freie Aktion, die die Karte so stark macht. Ja. Aber auch mit den D3 Wunden, also ich glaube, am stärksten ist die Karte, wenn sowohl die Einheit, die angegriffen wird, noch nicht aktiviert war, als auch noch eine andere Einheit, die irgendwie ungefähr in der gleichen Region steht, weil man sich dann halt zurückziehen kann, für den Gegner es so einrichten kann, dass er nicht beide in der Front haben kann. Und dann bekommt man halt auf jeden Fall in seinem nächsten Zug den Flankenangriff. Und da können die drei Wunden dann schon, oder die D3 Wunden, je nachdem, wenn man gut würfelt, den Unterschied machen, ob man dann die Einheit ausgelöscht wird oder nicht. Mhm. Und vor allem, was ich auch an den D3 Wunden ganz cool finde, Targaryens haben jetzt nicht so viele Keywords, womit sie gegen schwer gepanzerte Einheiten vorgehen können. Und das sind automatische Wunden, zum Beispiel jetzt hier über die Taktikkarte, extrem stark, um halt auch gegen solche Einheiten sich behaupten zu können. Ja, aber insgesamt finde ich, bei Swift Retreat und Hidden Run kann man ähnliche Taktiken benutzen, beziehungsweise mit dem Rückzug ähnliche Resultate erreichen. Man muss halt nur aufpassen, dass halt bei Swift Retreat ja noch die Attacke vorher abkriegt, also dementsprechend halt auch noch vorher Schaden kassiert. Jo. Wenn wir jetzt die ganze Zeit... Genau, bei Rückzügen sind und die Meister der Überleitungen sind, ja, würde ich sagen, wir machen noch Fury of the Dragon. Gut, ja. Ja, da, das ist auch so eine Karte, wo ich mir gedacht habe, das ist echt what the fuck, als ich mir das durchgelesen habe. Und also ich stelle sie mal vor, wenn man eine Zone auf dem Taktikboard sich nimmt, dann darf man den Effekt ersetzen, okay, dann verliert man halt den anderen durch. Eine freundliche Einheit darf eine freie Manöver- oder Rückzugaktion machen. So weit, so gut. Man kann quasi jede Zone durch die Manöverzone ersetzen. Aber danach kommt noch, bis zum Ende der Runde, ist jedes Mal, wenn eine freundliche Einheit erfolgreich charged, der Verteidiger panickt oder vulnerable. Und das finde ich schon extrem krass. Wenn man das so in der ersten Nahkampfrunde hat, dann kann man damit irgendwie, also erstmal bekommt man halt, okay, irgendwie schon, man ersetzt zwar den Zoneffekt, kann aber trotzdem noch was damit machen und dann darf man noch 3 oder 4 Token verteilen. Mhm. Das ist heftig. Was ich auch heftig an der Karte finde, ist, klar, man bekommt jetzt nur ein normales Manöver oder ein Retreat, aber dadurch, dass man ja auch wieder mit einer Kavallerie-Fraktion spielt, heißt das, wenn man das Manöver gemacht hat, hat man ja in seiner Aktivierung dann selbst wiederum noch ein freies Manöver. Und dementsprechend ist man dann mit einer Einheit plötzlich extrem mobil. Und ja, also das ist halt der erste Teil dran. Mit den Rückzügen kann man halt wieder, wie gesagt, das Gleiche halt machen wie mit den anderen Karten auch. Und ja, dieses Panicked and Vulnerable, dadurch, dass halt die Targaryens recht wenig Keywords auf ihren Einheiten haben, ist es halt extrem stark, finde ich, dass man diese diese Tokens dann nochmal verteilt, um halt nochmal seinen Schadensoutput nochmal deutlich konstanter zu machen. Und ich meine, man will ja sowieso die Manöverzone. Das heißt, man kann auch auf die Manöverzone stellen, verliert quasi nichts, weil man ja den gleichen Effekt bekommt. Und die Taktikkarte hat einfach den Effekt, dass die komplette Runde lang alle die Charge in einen Token verteilen dürfen. Ja. Und genau, ich glaube, sonst Panic-Token bekommt man, glaube ich, gar nicht mehr. Sonst in der Fraktion. Obwohl, genau, bekommt man, glaube ich, gar nicht in der Fraktion. Also es ist, glaube ich, eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt dran zu bekommen, selbst wenn man mit den Neutralen dann noch spielt. Und Vulnerable Token ist sogar meiner Meinung nach besser als Thundering. Also ja, ist halt auch gegen schwer gepanzerte Einheiten ziemlich stark. Dadurch, dass du halt das Ergebnis deutlich konstanter halt machst. Am besten ist es aber gegen Verteidigungs-4 Einheiten. Das
Genau. Ja, rein das ist eine schöne, schöne mathematische Kurve. Möchte ich auch mal einen Podcast zu machen. Ja. So schönen mathematischen Kurven. Ja. Genau. Ja, aber das ist halt gerade, wenn man halt die Flank-Charts und so hinbekommt, ist halt Panicked auch super stark, da man dann nochmal eine gute Chance hat, dass der Paniktest dann verpatzt wird und dann ja auch noch den, wenn man eine 1 für den D3 gewürfelt hat, den auch einfach nochmal neu würfeln kann. Ja. Genau. Und ja, ich glaube, das ist auch so eine Karte, die halt wiederum sicherstellt, dass wenn man Charges halt macht, dass sie halt wirklich wehtun. Was mich dann auch gerade auf die nächste Karte bringt, das wäre Fire and Blood. Das ist, wenn eine freundliche Einheit einen erfolgreichen Charge gemacht hat, bekommt die Einheit eine von den beiden folgenden Keywords. Das eine ist Precision, das heißt, Treffer, die von der 6 generiert worden sind, erlauben keine Verteidigungswürfe. Und das andere wäre Vicious, das heißt -2 auf den Paniktest. Wenn man jetzt die Manöverzone nochmal kontrolliert, dann kriegt man beide Keywords und nicht nur einen. Ja, ich glaube, das ist so der Weg, womit die Targaryens aktuell versuchen, dann schwer gepanzerte Einheiten irgendwie ein bisschen auseinanderzunehmen. Precision ist schon ein ziemlich mächtiges Keyword. Das ist jetzt eins, das eigentlich, ich glaube, wirklich jetzt mit den Targaryens wirklich offiziell eingeführt worden ist. Davor gab es schon den Effekt an sich bei zum Beispiel Ortel bei seiner einen Karte, aber da wurde mehr so ausgeschrieben, halt wirklich so ein ausformulierter Text. Jetzt gibt es halt nochmal als Keyword und das ist halt für die Targaryen so der Weg aktuell, um durch so Einheiten durchzupflügen, wie, nehmen wir mal als Beispiel, weiß ich nicht, Swan Shields oder so ein Kram. Also irgendwas, was halt 3 plus Verteidigung hat, weil, wie du schon sagtest auch, die haben relativ wenig Keywords auf ihren Einheiten, das werden wir nachher mal sehen und deswegen brauchen die halt diese zusätzlichen, um diesen Schaden dann nochmal gezielt anbringen zu können. Wo ich jetzt dazu sagen muss, Position finde ich ist ein nettes Keyword, aber das Problem ist halt, dass es doch sehr inkonstant ist, dadurch, dass es halt nur auf die Sechsen ist. Klar, wenn man Charge bekommt, man die Revolts, also kann man ein bisschen mehr sozusagen Sechsen fangen gehen, aber es ist doch sehr inkonstant und dann kriegt man auch jetzt nicht so viel mehr Schaden raus, finde ich. Wo das Precision aber wirklich gut wird, ist, wenn man das mit Critical Blow kombinieren kann. Genau. Ja. Und da gibt es, glaube ich, nur bei Khal Drogo eine Taktikkarte, damit man Critical Blow kriegen kann. Und sonst muss man halt auf die Flatmen von den Neutralen halt zurückgreifen, um da halt nochmal diese Synergie mit Precision noch ein bisschen mehr auszubauen. Das so vom thematischen her ein bisschen schade, dass man die Flatmen mit den Targaryen spielt, weil die irgendwie auch sehr gut da reinpassen. Ja, ich würde mir wünschen, dass, also für mich persönlich, von meiner Hobby-Einstellung her, würde ich mir wünschen, dass Simon irgendwie in Zukunft das mit den Neutralen nochmal ein bisschen überarbeitet und die dann halt einfach lässt, wo sie auch reinpassen, wirklich. Und da einfach die Flatmen nochmal ein bisschen runtertunen, weil man die kann man ja wirklich in jeder Fraktion ziemlich gut spielen. Das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast, wenn sie bis dahin noch so stark sind. Ja, aber genauso fände ich blöd, wenn auf einmal da Blackguards stehen bei den Targaryen. Ja, obwohl die auch weniger Sinn machen jetzt mit den Taktikkarten. Und, ja, wobei so ein Block irgendwie in der Mitte, der da einfach steht und so als Verlockung für den Gegner, charge mal hier rein. Du kriegst die nicht kaputt und quasi nur so als Ablenkung. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das machen kann. Ja, obwohl mit Bewegung 4 sind halt so Sachen wie Blackguards extrem langsam und kommen halt deiner restlichen Armee nicht hinterher. Naja. Aber ja, das ist momentan wirklich so mit den Flatmen. Ich glaube, alles, was die Targaryens haben, lässt sich extrem gut auf die Flatmen anwenden. Und die Targaryens haben selbst eine teure Kavallerieeinheit, die sogar 10 Punkte kostet. Und da sind halt die Flatmen wirklich eine extrem starke Konkurrenz zu. Und genau, weil halt wirklich alle von den normalen Taktikkarten mit denen synergieren und halt auch von den beiden Commandern, die Targaryens haben, haben auch gute Synergien mit denen. Aber bevor wir jetzt zu den Commandern und den Einheiten kommen, müssen wir noch
die letzte Taktikkarte, die letzte reguläre Taktikkarte besprechen. Das wäre Blood of the Dragon. Und die wäre, wenn eine Einheit, eine freundliche Einheit, einen erfolgreichen Charge macht, kann man diese Karte an die Einheit anlegen und bis zum, das ist hält bis zum Ende der Runde. Und solange die Karte an der Einheit ist, solange die Karte an der Einheit ist, besteht diese Einheit jeden Paniktest und bekommt niemals das Paniktoken. Ja. Ich finde, das ist so die komischste Karte irgendwie im Deck. Die passt da irgendwie, ja, so irgendwie so semi rein. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die haben sich gedacht, oh verdammt, wir haben jetzt schon so viele Manöversachen da drin. packen wir jetzt da noch irgendwas rein, was so ein bisschen defensiv vielleicht noch irgendwie ist. Ich glaube, Blood of the Dragon könnte ganz gut sein, wenn die Targaryens später irgendwie Infanterie bekommen. Ja. Damit man damit zum Beispiel Objectives ein bisschen vernünftiger halten kann. Weil aktuell mit den Reitern zusammen ist das ganz nett, aber irgendwie halt auch nicht so das Wahre. Ja, wenn du gegen Flayed Man spielst, dann bin ich schon sehr über die Karte. Sagen wir es mal so, ich finde, Leute unterschätzen extrem, wie viel Schaden man mit einem Paniktest machen kann. Und es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt ein oder zwei Wunden mal durch den Paniktest im Schnitt machst oder halt wirklich gar keinen. Und das kann wirklich den Unterschied machen, ob jetzt eine Einheit stirbt oder nicht oder ob es einen Rang verliert oder nicht. Und ja. Ich glaube, sowas wird extrem schnell unterschätzt. Und da kann man auch mit seinen Reitern dann eher mal eine Kamikaze-Aktion machen und sie irgendwo reinjagen. Und man weiß, dass der Gegner sie nicht töten kann, weil sie definitiv den Paniktest bestehen. Solche Sachen, glaube ich, kann ich mir die ganz gut vorstellen. Genau, erinnert mich mal dran, dass ich noch was dazu sagen wollte, nachdem wir die Einheiten besprochen haben. Uff, wird schwierig, aber wir versuchen es. Ich dachte, bevor ich jetzt komplett schon vorgreife, machen wir das da. Okay. Ja, vielleicht kurz zusammenfassend. Wie gesagt, wir haben Hit and Run, Unstoppable Advance, Swift Retreat und Fury of the Dragon, die uns alle vier so Bewegungssachen geben. Und dann haben wir noch Overrun, Fire and Blood und auch wieder Fury of the Dragons, die unsere Angriffe irgendwie oder zusätzlich noch einen Charge erlauben oder unsere Angriffe verstärken. Und dann halt eben Blood of the Dragon als defensive Karte dazu. Ja, und selbst die finde ich jetzt nicht so extrem defensiv, weil sie trotzdem von einem erwartet, dass man die Offensive geht. Also es sind wirklich alle sieben Karten dafür gedacht, die Armee aggressiver zu machen. Ich glaube, das gab es bei sonst noch keiner Fraktion in dieser Form. Weil ich fand, jede Fraktion hatte irgendeine defensive Karte drin. Und ja, mit so viel offensiven Karten kann ich mir auch gut vorstellen, dass man bis zum Ende gegen die Targaryens kämpfen muss und die extrem gutes Potenzial haben, auch nochmal ein Spiel zurückzufinden. Ja. Gut. Das waren dann jetzt die Taktikkarten und als nächstes würden wir zu den Einheiten kommen und ich würde einfach sagen, wir fangen mit der nicht günstigsten Einheit an, aber mit der Standardeinheit, nämlich den Dothraki Screamern. Die kosten 6 Punkte. Die haben 6er Bewegung, haben eine Attacke Dothraki AK. Entschuldigung schon mal, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche. Es wird ein bisschen schwierig bei den Targaryens. Auf jeden Fall, der Dothraki AK ist ihre Nahkampfattacke. Die treffen auf die 3+, haben auf dem ersten Rang 7 Attacken, auf dem zweiten Rang 5 Attacken. Im dritten Rang haben sie nicht, weil sie eine Kavallerieeinheit sind. Haben sie noch Verteidigung von 5+ und Moralwert von 6+. Und als Sonderregel haben sie halt nur die Kavallerie-Sonderregel, dass sie halt, dass jedes Modell 3 Wunden darstellt und dass sie eine freie Manöveraktion machen können, wenn sie aktivieren. Genau. Jo. Die Basiseinheit schlechthin für die Targaryens. So 6 Punkte, super solide Kavallerie. Treffen ganz gut, haben ordentlich was an Angriffswürfeln. Man merkt halt bei denen halt ihre 5+ Rüstung. Das heißt, mit den Jungs tierisch aufpassen. Wenn ihr die Charges macht, dann sollten die auch gezielt angebracht werden. Ihr könnt sie nicht einfach blindlings irgendwo reinschicken, weil die werden dann nicht so lange durchhalten.
aber mit ihrer 6er Bewegung auf einer Kavallerie, das ist halt so schnell. Also bei den Spielen, die ich beobachten durfte, also die fliegen wirklich übers Spielfeld. Also die können von einer Seite des Tisches ganz schnell auf der anderen Seite landen und das ist halt so ihre ganz große Stärke. Ich würde auch sagen, was auffällt, ist halt auch, die haben halt irgendwie nichts Besonderes und da ist halt wirklich das, was der Spieler dann quasi ihnen geben muss, indem er in die Flanken kommt und sich da das -1 auf die Verteidigung und den Paniktest holt und halt mit den Taktikkarten das Ganze, was sie jetzt quasi vom Profil her nicht haben, ihnen dann dazugeben muss. Genau. Und ich denke mal, das ist eine Einheit, die für 6 Punkte von den reinen Werten her ist das eine durchschnittliche bzw. unterdurchschnittliche Einheit für 6 Punkte. Aber die Sache ist, was es dann halt rausreißt, ist, dass es eine Kavallerieeinheit ist. Mit Kavallerieeinheiten kann man extrem viel machen. Es ist so mobil, kann den Gegner unter Druck setzen, wo andere Einheiten einfach gar keine Chance hätten. Und ich glaube, das muss man extrem ausnutzen, dass es halt Kavallerieeinheiten sind, bzw. dass die komplette Armee halt eine Kavallerie-Armee ist. Und dann machen die Einheiten dann plötzlich auch Sinn für ihre Punkte und tun dann extrem weh, wenn man seine Engagements halt seine Engagements sehr gezielt setzen kann. Genau, und ich finde, hier sieht man wieder so ein bisschen, dass man nicht Einheiten über Fraktionen hinweg vergleichen kann. Denn ja, wenn man mal zum Beispiel bei der Nachtwache die Ranger-Trackers anschaut, die haben zwar nicht so einen guten Nahkampfangriff, aber die haben halt den Fernkampfangriff auch gut und die haben noch ihre Order dazu, dass sie einmal pro Runde dann einen Gegner verwundbar machen können. Also ich würde sagen, einfach nur so betrachtet sind die viel besser, die Ranger-Trackers. Aber die haben halt einfach nicht das Taktik-Deck, das sie so unterstützt. Genau. Ja. Ich glaube, Targaryens müssen extrem stark mit ihren Kombos arbeiten, über das Taktik-Deck mit ihren Taktikkarten, beziehungsweise dann noch mit den beiden LCUs, die auch wieder diesen den Mobilitätsaspekt unterstützen, beziehungsweise Illyrio hat dann nochmal eine ganz coole Fähigkeit, finde ich. Und da kann man dann doch extrem viel aus so einer Einheit, glaube ich, auch rausnehmen. Dann würde ich sagen, wir gehen gerade auch zur nächsten Einheit für 6 Punkte über. Das wären dann die Dothraki Outriders. Das ist auch wieder eine Kavallerieeinheit mit einer 6er Bewegung. Die haben keine Nahkampfattacke. Ich glaube, das ist die erste Einheit, die keine Nahkampfattacke hat. Nein, die zweite. Die zweite, genau, nach dem Scorpion. Und die haben dann eine Fernkampfattacke, den Dothraki Shortbow. Trifft auf die 3+. 7 Attacken auf den ersten Rang, 5 Attacken auf den zweiten. Haben eine Verteidigung von 6+. Ein Moral von 6+. Haben dann halt die Kavallerie-Sonderregel. Ihre Fernkampfattacke ist auf kurzer Reichweite. Und dann haben sie noch die Fähigkeit Nimble. Das heißt, wenn sie eine Fernkampfattacke machen, dürfen sie vorher 3 Zoll shiften, statt normalerweise 2 Zoll. Und nachdem sie ihre Fernkampfattacke beendet haben, dürfen sie nochmal einen Shift machen, der auch 3 Zoll lang ist. Genau. Ist ein bisschen speziellere Einheit, finde ich persönlich. Ja. Ich glaube, das ist so die Einheit, mit der Anfänger am Anfang die meisten Probleme haben werden, die irgendwo richtig einzuordnen. Also das ist dasselbe Schema, also die erinnern mich halt auch ganz stark an die Ranger Tracker und die wurden halt auch anfangs so gut wie von niemandem verwendet, vor allen Dingen von Anfängern nicht, weil das halt doch ein bisschen mehr Finesse erfordert. Und bei den Dothraki Outridern ist es halt noch heftiger, weil sie halt nicht mal eine Nahkampfattacke haben. Was ich aber bei denen cool finde, ist halt dieses Nimble. Das macht halt, es ist halt, man denkt erstmal so Short Range, ja gut, aber effektiv auf einer Kavallerie habt ihr jetzt eine Threat Range von 15 Zoll. Und das ist halt immens viel. Und ihr könnt euch auch noch mit dem Nimble und mit dem freien Manöver ziemlich flott in die Flanke des Gegners reinbewegen und den dort die ganze Zeit mit diesen Schüssen traktieren. Und vor allen Dingen, weil ihr jetzt nicht im Nahkampf mit dem gebunden seid, hat er jetzt nicht so schnell die Möglichkeit, auch sich so auszurichten, dass er dann die Dothraki Outrider dann nochmal, also praktisch die ansieht. Ich glaube, das ist wirklich so eine Einheit, die kann immens stark sein. Die profitiert jetzt zwar nicht so krass von dem Taktikdeck, außer jetzt mit so Sachen wie Hit and Run, womit die auch nochmal flüchten können aus dem Nahkampf. Aber die können halt super nervig sein, den Gegner konstant Schaden raushauen und den halt immer wieder unter Druck setzen oder ihn dazu zwingen, halt immer wieder neu sich zu positionieren.
Swift Retreat meintest du, ne? Weil Hit and Run können die nicht benutzen, weil die keine Attacke haben. Genau, Swift Retreat war es, genau, ja. Ja. Und ich glaube, was halt auch für Anfänger die schwierig macht, ist, dass man den Gegner auch gut kennen muss, denn gegen Starts oder Free Fall kommt dann halt ein Swift Advance und klack, kann er dich doch wieder sehen. Ja, richtig. Und die Sache, was ich aber auch an den ganz cool finde, mit dem Nimble kann man es schaffen, aus dem Sichtfeld seines Gegners rauszukommen. Auch wenn man eventuell nicht den Gegner dann in der Flanke oder im Rücken angreifen kann. Aber man schafft es ja durch den 3-Zoll-Shift plus dann nochmal den 3-Zoll-Shift, kann man sich halt um eine komplette Basebreite, sogar ein bisschen mehr, nochmal bewegen, weil die Base ist ja 5,5 Zoll lang. Man kann sich mit dem Nimble insgesamt ja 6 Zoll shiften. Und durch das freie Manöver vorher hat man ja auch noch die Möglichkeit, sich nochmal auszurichten. Das heißt, genau sich so zu stellen, dass man es auch schafft, aus dem Sichtbereich von dem Gegner halt rauszukommen. Was ich glaube ich auch ganz, ganz cool ist, wenn man das halt durchbekommt. Ja. Die Outrider, glaube ich, werden ziemlich stark seine Matchups wie gegen die Neutralen oder gegen die Baratheons oder halt auch vielleicht gegen Lannister, wenn die jetzt nicht nur Knights of Casterly Rock spielen. Also alles, was so an Fraktionen draußen existiert, die jetzt nicht irgendwie schnell sich irgendwie pivoten dürfen oder freie Manöver bekommen, gegen die, glaube ich, sind die Outrider doch ziemlich, ziemlich effektiv, wenn man halt weiß, wie man sie richtig einsetzt. Denn man muss halt auch hier nochmal beachten, diese 6-Plus-Verteidigung, das heißt, die sterben noch schneller als die Screamer, also auch mit denen muss man super vorsichtig sein. Ja. Und was man auch das Problem hat, ich glaube, die Outriders glänzen extrem, wenn man über eine Flanke vom Gegner herfallen kann, aber es ist ja schon möglich, mit 5 Zoll seine Armee so zu stellen, mit 5 Einheiten seine Armee so zu stellen, dass man dem Targaryen-Spieler recht wenig Flanke offen lässt. Und da wird es halt mit dem Manövrieren an der freien Flanke oder freieren Flanke dann doch extrem schwierig, um dann die Attacken an der richtigen Stelle durchzubekommen. Ja. Wie gesagt, Outriders sind, ich glaube, eine ganz coole Einheit, wenn man den Dreh raus hat, wie man sie spielen kann. Aber sie sind doch sehr situativ und man muss extrem auf sie aufpassen. Ich glaube, das ist so das, wo wir alle uns recht einig sind. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, von denen kann man auch nicht zu viele spielen. Also eine, vielleicht zwei, da man halt noch irgendwas braucht, was den Gegner dann bestraft, wenn er den irgendwie hinterherläuft. Ja. Zum Beispiel. Das ist so eine Support-Einheit eigentlich in dem Sinne, ja. Ja. Zum Beispiel glaub, die Veteranen. Oder wolltet ihr zu den Outrider noch was sagen? Nein, ich glaube, die Outrider sind eine ganz coole Einheit, um den Outrider-Core reinzustellen, zu dem wir auch nachher noch kommen, weil sie doch eigentlich nie im Nahkampf sind und dementsprechend recht flexibel sind, um halt die Fähigkeit vom Outrider-Core. Das ist dieses Mark-Target, was auch die Ranger-Tracker haben, dass man Vulnerable-Token verteilen kann am Anfang von einem Zug. Ich glaube, da sind die Outrider doch recht stark, um ja dieses Token genau an den Ort zu bringen, an dem man es auch wirklich braucht. Ja. Genau. Ja, aber dann zum Outrider-Code nachher nochmal ein bisschen mehr. Genau. Genau, jetzt kommen wir zur dritten und letzten Einheit. Nein, zur dritten von 4 Einheiten, es kommt ja noch eine kleine. Das wäre nämlich die Dothraki-Veteranen. Das sind ist die Einheit, die 10 Punkte kostet, also die wirklich dann noch teurer sind als die Flatmen. Ist auch wieder eine Kavallerie-Einheit. Hat Bewegung von 6, Rüstung von 4+, Moral von 5+, also sie sind extrem defensiv, wenn man die mit den anderen Einheiten vergleicht. Und dann haben sie noch eine Fernkampf- und eine Nahkampfattacke. Die Fernkampfattacke ist der Dothraki Shortbow. Trifft auf die 3+, 7 Attacken auf den ersten Rang, 5 Attacken auf den zweiten Rang und hat nur Short Range. Also das gleiche wie bei den Outridern. Als Nahkampfattacke haben sie noch den Dothraki AK. Trifft auf die 3+, hat 8 Attacken auf den ersten, 5 Attacken auf den zweiten Rang. Dann haben sie noch als Sonderregel die Kavallerie-Sonderregel und die Sonderregel den Befehl Charging Volley. Das ist der gleiche, den auch die Bastard Girls haben. Das
dass wenn man eine Fernkampfattacke beendet hat, darf man danach einen freien Charge gegen den Gegner machen, den man gerade beschossen hat. Ich glaube, das ist das, was die Veteranen dann ausmacht. Yep. Also für 10 Punkte sehr teuer, 25% eurer Armee, wenn ihr ein Standardspiel spielt. Das heißt, auf die muss man wirklich höllisch aufpassen, dass die nicht irgendwie das Ziel werden von den gegnerischen Angriffen. Ich glaube, Walder ist da halt gerade aktuell so ein bisschen das Problem, wenn man Dothraki-Veteran spielt. Aber nichtsdestotrotz, die profitieren halt immens von dem Taktikdeck der Targaryens. Einfach nur, weil sie halt in der Lage sind, erstmal zu schießen. Dann machen sie dadurch, also verursachen sie dadurch einen Panikcheck. Dann chargen sie nochmal. Dann könnt ihr irgendwie eine Karte noch in den Nahkampf mit reinspielen. Dann macht der Gegner nochmal einen Panikcheck. Das kann ziemlich schnell dazu führen, dass man mit denen, vor allen Dingen Ziele, die irgendwie eine 4+-Verteidigung haben oder sowas, in einem Charge oder in einem Angriff recht schnell auseinandernimmt. Und die sind, glaube ich, die schwerst gepanzerte Einheit, die sie gerade haben, mit 4+-Rüstung. Also, wie gesagt, da sind die Jungs mit den schweren Pelzen. Ich mag die vom Design her. Was sagst du? Das sind aber stahlharte Muskeln. Ja, oder so, genau. Ja. Die machen ein bisschen auf Conan der Barbar so, rah, ignore pain. Aber ich finde die vom Design her echt super, also einfach nur auch vom thematischen her. Die sind auch echt imposant als Miniaturen. Spielerisch kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe sie jetzt nur einmal in Aktion erlebt und ich muss gestehen, die können eigentlich recht schnell gekontert werden in der aktuellen Meta. Ich glaube, die Veteranen brauchen noch so irgendwie so ein bisschen vielleicht einen Commander, der sie noch mal ein bisschen stärker macht oder irgendwie Support auf dem NCU-Board. Weil von den Sachen, die aktuell denen zur Verfügung stehen, ist ganz nett. Es gibt denen so einen Power-Boost. Weil wie gesagt, es gibt super viele Konter und Einheiten, die halt 10 Punkte kosten, es tut schon echt weh, wenn sie halt gewaldert werden zum Beispiel so. Ich glaube, was man bei dem Charging Volley nie vergessen darf, ist, dass das quasi ein Built-in-Onslaught ist, da man damit dann ja auch einen Charge vom Tactics-Bot triggern kann, indem man sich auf die Schwerter stellt, indem man dann halt durch das Tactics-Bot die Fernkampfattacke auslöst und dann die Fähigkeit benutzt. Und dann können die halt zweimal angreifen, ohne dass sie überhaupt erst aktiviert worden sind. Und das, wie gesagt, wenn der Gegner halt nicht gerade ihre Fähigkeiten blockiert, ist das dann schon heftig. Ja. Die Sache ist, den Charge nach der Fernkampfattacke, den schafft man ja immer. Selbst wenn man eine 1 würfelt. Weil man ist ja schon innerhalb von den 6 Zoll. Und also man kann ja höchstens 6 Zoll vom Gegner weg sein, weil kurze Reichweite sind ja die 6 Zoll. Und die Veteranen bewegen sich 6 Zoll, also man kommt auf jeden Fall an die Gegner ran, was jetzt zum Beispiel bei den Bastard Girls ja nicht ist. Und dementsprechend verbunden noch mit der Mobilität, die die Veteranen herbringen, finde ich, ist das doch eine extrem starke Kombo, vor allem, weil man halt sich sicher sein kann, dass man sie ja halt durchbekommt. Aber man muss dafür dann halt schon in den 8 Zoll Bewegung plus Schiff drinne sein. Bei den Bastard Girls kannst du auch weiter wegstehen und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du den Charge schaffst, zwar geringer, aber du hast überhaupt die Möglichkeit, ihn zu machen. Genau. Aber trotzdem, es sind ja die 6 Zoll, die man sich ja frei bewegen kann, plus dann noch die 2 Zoll Schiff, plus dann nochmal die 2, die 4, die 6 Zoll, so rum. Wenn die du dann Ort, das Ganze. Charge. Ja, okay, dann sind es nur 8, ja. Aber trotzdem, ich meine jetzt in der normalen Aktivierung sind es trotzdem deine 14 Zoll, aus denen du dann chargen kannst, was nicht andere Fraktionen gar nicht erst können. Weil zum Beispiel selbst Starks haben mit 12er Charges ja schon Probleme. Und mit aus 14 Zoll angreifen zu können und dann noch 2 Attacken mit potenziell 2 Paniktests machen zu können, kann er doch für sehr viel Schaden beim Gegner sorgen. Ja. Ich glaube, die Jungs kann man richtig gut dazu einsetzen, so wirklich Low-Defense-Einheiten in einem Zug wirklich wegzunehmen und sie praktisch zu jagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man damit zum Beispiel Bolton Cutthroats, die machst du in einem Charge dann weg. So, und der Gegner kann recht wenig dagegen tun. Oder auch so Einheiten wie Sworn Swords, Einheiten wie Sworn Brothers. Alles, was so 4+-Defense hat, wird gegen die halt wirklich, wirklich leiden. Und vor allen Dingen, wenn es halt Infanterie ist, weil die können da recht wenig gegen tun. Mhm.
Übrigens ein interessanter Fun-Fact, ich habe erfahren, dass, oder beziehungsweise Michael hat mal in einem der Discord-Foren mal gepostet, dass die Dothraki-Veteranen so eine Art Multipurpose-Einheit sind. Das heißt, wenn Spieler sich jetzt die Starterbox kaufen, lasst euch nicht davon irritieren, dass ihr jetzt praktisch die Dothraki-Veteranen habt. Und dann gleichzeitig dienen auch die Modelle von denen als die Cos, also als die Attachments für die einzelnen Kavallerie-Einheiten. Denn er hat gemeint, man soll später in der Lage sein, so eine Einheit Veteran zu kaufen und dann hält damit praktisch eine Einheit und 4 Attachments zur selben Zeit. Ich glaube, die wollten damit ein bisschen so dieses thematische hervorbringen, dass das halt die Jungs sind, die dann die einzelnen Screamer und Outrider in die Schlacht führen. Ja. Sozusagen die Anführer, die sich zusammensammeln, genau, und dann in einer Einheit mal kämpfen. Richtig. Man muss halt auch sagen, die Kavalleriemodelle nehmen echt viel Platz weg. Das heißt, hätten die nochmal 3 mehr in die Box getan, wäre es da vielleicht auch geworden. Ja. Ah, ich weiß nicht. Ich bin, was das angeht, glaube ich, Simon hat das schon recht gut drauf. Also die Spiele, die ich von denen immer so gekauft, die sind schon Meister im Verpacken von Sachen. Also die haben so teilweise wirklich jeden Millimeter immer ausgenutzt. Aber wer weiß, was der Grund dafür war. Es könnte vielleicht auch Produktionskosten auch an der Stelle sein, können wir nicht sagen. Ich persönlich habe jetzt kein großes Problem damit, aber ich habe gehört in einigen Discord-Foren, dass die Leute dann doch nicht ganz so begeistert waren von der Entscheidung, weil die sich dann so eigene Modelle gewünscht hätten für die Veteranen oder halt für die Attachments. Sagen wir es mal so, für die Leute, die sich 2 Starterboxen kaufen, ist das eigentlich ganz gut, weil man wird vermutlich recht selten 2 Veteranen in einer Armeeliste spielen. Dementsprechend kann man dann die 2. Einheit dann als Attachments benutzen. Ja, habe ich jetzt mehr oder weniger auch keine großen Probleme mit. Aber es ist gut zu wissen, wenn man die Box zum ersten Mal aufmacht. Ja, dass man da nicht sich überrumpelt fühlt oder so. Ja. Genau, und sonst muss man halt irgendwie Wege drumherum finden, wenn man jetzt sowohl die Veteranen als auch mehrere Outrider-Coast spielen möchte. Da muss man halt entweder einfach die Karte dazulegen oder halt allgemein die Kurs, oder man, wenn man ein bisschen begabt ist und nicht so wie ich, kann man die auch dann einen irgendwie ein bisschen umbauen oder so, anders bemalen, dass das für den Gegner wichtig wird. Und das, da findet man, glaube ich, Wege. Vielleicht nicht thematisch passend, aber farbliche Kampfbemalung. Und dann kann man auch mit der Bemalung, falls man seine Modelle bemalt, doch die Einheiten dann nochmal markieren. Ja, der eine kriegt grüne Tattoos, der andere blaue, passt. Oder rote. Ja. Gut. Ja, das waren prinzipiell jetzt unsere 3 Einheiten, die in der Starterbox kommen. Aber wir reden ja immer noch von der mysteriösen, günstigen 4. Einheit. Und das ist das Solo-Modell von Jorah Mormont. Das kostet 3 Punkte. Ist halt auf einer kleinen Base, also wie ein Wolf. Und der hat Bewegung von 5, hat eine Nahkampfattacke, die auf die 4+ trifft und 2 Attacken würfelt, Verteidigung von 4+, Moralwert von 4+, und dann hat er noch die Fähigkeit The Wandering Knight, das heißt, er hat prinzipiell das gleiche, was die Wölfe auch haben, er hat 2 Wunden und am Anfang von der Aktivierung darf er ein freies Manöver machen. Und was er jetzt noch hat, er hat noch die Order, Scout Openings, das heißt, am Anfang von einem Zug, einem freundlichen Zug, darf er eine feindliche Einheit innerhalb von kurzer Reichweite und Line of Sight, also in Sichtlinie, auswählen und die Einheit wird vulnerable und weakened. Joa, unser Joa, unser Care Bear, der Captain Friendzone. Ich persönlich, also als ich die Karte gesehen habe, dachte ich mir so, hui, warum hat er nur 2 Wunden? Okay, da kostet jetzt nur 3 Punkte, da kann man es damit argumentieren. Aber halt in der aktuellen Meta, der wird er halt gewaldert. Er wird halt einfach straight up gewaldert in den ersten 2 Runden und dann hat er einfach, dann ist er einfach tot. Ich persönlich sage voraus, da wird auf 3 Wunden wahrscheinlich angehoben, um die ein bisschen effektiver zu machen. Weil auch die Fähigkeit von ihm an sich, Scout Opening, ist sehr stark, weil sie halt 2 Tokens auf einmal verteilen darf. Und das muss einfach nur ein freundlicher Zug sein. Das heißt, das muss nicht mal sein eigener sein. Aber das ist halt nochmal mit dem Kaviar, dass du halt in Short Range sein musst. Also das ist jetzt nicht so zuverlässig und effektiv wie beispielsweise Mark Target.
muss dann doch ein bisschen mit ihm aufpassen, wie man sich positioniert. Und wenn er dann halt nur diese zwei Wunden hat und eine 4-Plus-Rüstung, also er erfordert schon sehr viel Fingerfertigkeit und sehr viel Geschick vom Spieler, um ihn effektiv zu machen oder da das meiste aus ihm rauszuholen. Ich weiß halt wirklich nicht, ob da aktuell wirklich so eine gute Wahl ist. Er ist halt eine zusätzliche Aktivierung für 3 Punkte. Die Targaryens sind gerade, was das angeht, so ein bisschen hinterher. Man hat das ja gerade gesehen, Veteranen kosten ja schon allein 10 Punkte. Also haben sie hiermit zumindest nochmal eine billigere kleine Aktivierung. Aber weil er halt auf dem Schlachtfeld ist, kann er halt ziemlich schnell aus dem Spiel rausgenommen werden. Und da wäre vielleicht ein 3-Punkte-NCU, wenn das in Zukunft rauskommt, vielleicht die bessere Alternative vorerst. Aber das ist so meine persönliche Meinung von dem, was ich so gesehen habe von Jora. Aber damit bist du nicht alleine. Es ist halt auch das Problem bei 2 Wunden ist, sobald er einen Paniktest verpatzt, genau. Ist der tot. Und Cersei, Krone, ne? 6+, und dann ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich. Genau. Wenn du dann noch einfach nur Hear Me Roar hast, dann hast du schon eine Chance von über 80%, den auszuschalten. Jupp. Einfach nur mit Cersei und einer Taktikkarte. Ja. Dann sagst du hier, danke, ein Siegespunkt, 3 Punkte zerstört. Und dazu gibt es halt mittlerweile so viele Sachen, die irgendwie Hits machen wenigstens, und bei 4+ Verteidigungswert und nur 2 Wunden ist das schon total gefährlich. Hat eigentlich jede Fraktion. Hidden Traps. Ja. Ups, hab eine 2 gewürfelt, leider tot. Ja, ganz genau. Ja. Er hat das gleiche Problem, wie die Wölfe auch haben. Dass er doch sehr anfällig für recht viele Sachen ist, die auch Autowunden machen. Jetzt ist er auch noch zusätzlich anfällig halt für Paniktests. Und er kostet halt Punkte, was halt Wölfe mehr oder weniger nicht tun. Oder deutlich weniger Punkte halt. Der ist einfach schlechter als Wölfe, sogar, finde ich. Also, wenn du überlegst, so ein Greywind. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wen ich besser finde. Ja, allein. Also ich finde den auch, ich finde den auch schlechter als Wölfe einfach. Also. Ja, vor allem, da du Wölfe für weniger Punkte kriegst. 6er Bewegung. Ja. Besserer Moralwert. Ja. Bessere Rüstung. Ja, das auch noch stimmt. Besseres to hit. Wirklich alle Stats von Wölfen sind besser, außer die Anzahl der Attacken. Ja, der arme Terror. Ich würde einfach mal vermuten, dass der bei Michael und dem Design-Team auch ziemlich in der Friendzone steht. Ja. Ach, wer weiß. Also ich sag jetzt schon voraus, so, das ist so mein Pick, so, dass der wird recht schnell abgeändert, weil der wird nicht viel Einsatz sehen. Vor allem, was ich ganz witzig finde, wenn man jetzt mal über Fraktionen drüber hinweg vergleicht, was man ja nicht tun sollte, aber der noch nicht für Turnierspiel zugängliche, aber im Kickstarter veröffentlichte Mountain Dead Rides für 4 Punkte. Oh ja. Ist einfach. Aber das spielt halt eine sehr andere Rolle. Ja, trotzdem, die Sache ist, man ist für 1 Punkt mehr kriegt man deutlich, deutlich konstanteren, ein bisschen überlebensfähigeres Modell. Und da finde ich, auch wenn man es nicht tun sollte, den Vergleich über Fraktionen doch sehr heftig, wenn man mit dem Mountain Dead Rides den Vergleich mal sieht. Ja. Der Mountain ist aber auch ein Thema für sich. Mir graut der Tag, wenn der offiziell rauskommt. Ey, das wird so schön. Ich glaube auch nicht, dass der so rauskommen wird, wie er momentan. Ich glaube auch nicht. Der ist einfach so mächtig für seine 4 Punkte. Aber das ist halt ein Thema an einer anderen Stelle. Aber ja, für 1 Punkt mehr sieht man halt auch, man kriegt hier dann deutlich mehr irgendwie raus. Und ja, Jura, sorry, Bro. Friendzone. Jo. Wobei ich sagen möchte, dessen Commander-Version, den kann man auch als Commander spielen, schon ziemlich cool finde. Ja. Die Commander-Version, die Attachment-Version finde ich auch ziemlich cool, persönlich. Genau. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich ja noch eine Sache anmerken. Und zwar zu der Karte, womit durch man automatisch die Paniktest besteht. Ja. Jetzt ja genau, wenn man sich zum Beispiel die Screamer, aber auch die Veteranen anguckt, die haben ja recht schlechte Verteidigungswürfe alle. Und 5+, ja. Genau, und der Moralwert ist ja okay, aber gegen eine Armee, die wirklich auf Moral spielt,
ist das halt einfach zu schlecht. Und ich glaube, diese Kombination aus dem Schaden, den sie sowieso durch ihren schlechten Verteidigungswert bekommen, und dann noch den im Schnitt 3 Wunden durch einen verpatzten Paniktest, und die werden halt einfach verpatzen, ist für die so viel, dass die dann nicht mehr richtig zurückkommen. Und dann könnte man sie halt nicht wirklich reinchargen lassen, weil sie da durch diese Panik noch mehr Schaden bekämen gegen eine Armee, die sich wirklich darauf spezialisiert. Ich glaube, deswegen haben sie das da reingepackt, dass man auch mal in den Nahkampf reinchargen kann und da dann auch eine Attacke gut überleben kann, wenn man halt die Karte hat, dass man durch Panik keine Wunden bekommt. Denn 12 Wunden nur durch Hits zu machen, das schaffen sehr wenige Sachen nur. Ja. Da kann ich auch nochmal ein bisschen auf unseren Battle Report verweisen. Da hat das auch eine extrem starke Rolle gespielt und dann halt auch einen Kampf mehr oder weniger stärker beeinflusst. Und dann, ja, also man merkt schon, an der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle ist eingesetzt, ist extrem stark. Da durfte ich das leider schon selbst spüren. Genau. Genau, du kannst halt eigentlich mit denen nichts, was irgendwie Wishes hat, normalerweise angreifen, weil der sich dann zum Beispiel die Schwerter nehmen kann und dann zweimal mit dem Wishes reinhauen kann. Mhm. Und da ist halt die Karte, die sagt, du darfst trotzdem reinchargen. Mhm. Genau. Also zum Beispiel, wenn man gegen Flateman spielt, die ja, glaube ich, doch recht gut gegen Targaryens sind, weil sie selbst ja recht flexibel sind und Attacken doch überleben sollten. Glaube ich, ist das auch eine Antwort gegenüber Flateman, die ja doch recht häufig anzutreffen sind momentan. Genau. Gibt es sonst noch Anmerkungen zu den Einheiten? Ja, ist, wie gesagt, thematisch ist das echt nicht so mein Stil, weil das halt bisher nur Dothraki sind, so. Aber ich kann mir, also ich weiß jetzt schon, dass der Micha zum Beispiel aus von den Privateer Poser Boys riesen Fan von der Armee. Da hatte ich original T-Shirt und alles drumherum dazu gekauft. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute, die begeistert waren von den Targaryens aus der Show oder aus den Büchern, jetzt richtig Lust haben auf das Spiel, allein wegen dieser Fraktion. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht die richtige Entscheidung war, jetzt nur Kavallerie-Einheiten rauszubringen für so eine Fraktion, weil zum Beispiel Einheiten wie die Unsullied sind ja doch sehr populär. Vielleicht war es aber auch wiederum anders gedacht, ein marketingtechnischer so kleiner Trick, damit man dann später dann die Unsullied besser an den Mann bringen kann. So. Aber man muss ja auch dazu sagen, die Unsullied sind ja auch die nächste Einheit, die veröffentlicht werden soll bei den Targaryens. Vermutlich, ja. Und also das, wenn alles so steht, ja. Und das, was bisher geleakt worden ist, auch wenn das vermutlich bis zu dem Zeitpunkt, wo die rauskommen, noch mal ein bisschen überarbeitet wird, sahen die schon ziemlich solide aus. Ja, ziemlich sogar, ja. Ja, aber wir gehen jetzt hier nicht auf die Unsullied ein, weil die haben sich zu dem Leak vermutlich extrem geändert. Ja. Und, aber sie sollen... Was man sagen kann, das wird auf jeden Fall so eine Festung werden. Ne? Eine Elite-Infanterie-Einheit, mehr oder weniger. Vor allem halt auch so, die man irgendwo hinstellen kann und dann bleiben die da auch erstmal was stehen und werden nicht durch den ersten oder zweiten Angriff kaputt gehauen. Ja, weil die Targaryens, die brauchen halt auch irgendwas in der Zukunft, um auch Objectives einfach auch mal einzunehmen. Und auch für so Spielmodi wie Dance with Dragons, irgend so ein Eye-Carry halt so irgendwie ein bisschen in die Richtung. Weil man will ja nicht unbedingt seine Screamer jetzt so ein Ei rumtragen lassen, weil damit schränkt man die in der Bewegung halt viel zu stark ein. Ja. Ja, momentan spielt man ja auch mit den Dothraki auch nicht auf die Mission, sondern spielt wirklich darum, den Gegner im Kampf einfach niederzuhalten und einfach dem Gegner zu verwehren, dass er überhaupt auf die Mission spielen kann. Ja. So, das war die Folge. Denkt dran, MT5 gibt es jetzt auch auf YouTube, wo ihr dann jeweils noch die Fotos von den Karten dazu seht. Wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr da ein Like oder Abonnieren dalassen und werdet dann auch immer über neue Folgen direkt informiert. Das Gleiche gilt natürlich für Kommentare, über die freue ich mich immer sehr, sowohl auf YouTube als auch auf Facebook. Und das Gleiche könnt ihr natürlich auch machen beim Tabletop-Board. Bis dann!